Hi Leute, heute geht's um Trickfilm. Ihr wisst ja sicher aus dem Live-Painting-Video, dass ich es liebe, kreative Fotos zu machen. Wenn ihr das Video noch nicht kennt, dann schaut mal unten in die Infobox, ich habe es euch nochmal verlinkt. Heute tricksen wir mit Fotos. Habt ihr schon mal so ein Traumatrop gesehen? Wenn ihr diese beiden Bilder schnell hintereinander abspielt, dann sieht es fürs Auge so aus, als wäre es ein Bild. Und bestimmt wisst ihr, dass es bei Videos eigentlich auch so ist, dass ein Video aus vielen Einzelbildern besteht. Ihr kennt das bestimmt auch von einem Daumenkino. Wenn ich viele Bilder schnell hintereinander abspiele, dann sieht es für das Auge so aus, als wäre es eine Bewegung. Eine Sekunde in einem Film, den ihr im Kino seht, sind in der Regel 24 Bilder pro Sekunde. Beim Trickfilm kann ich das auch machen, da sind es eher so 8 bis 15 Bilder pro Sekunde, mehr schaffe ich meistens nicht. Und das Coole ist, ich kann da ganz schön viele coole Dinge machen. Ich kann zum Beispiel Dinge zum Leben erwecken, schweben lassen, verschwinden lassen oder ihre Form verändern. Was im realen Leben mit echten Schauspielern ja nicht so einfach möglich wäre. Für euren Trickfilm braucht ihr ein paar Dinge. Zum Beispiel habe ich hier Knete, Stifte, Bastelmaterialien oder eben solche Figuren. Was ich auch sehr praktisch finde, sind diese Augen hier. Damit kann man eigentlich aus allen möglichen Figuren machen, was eigentlich vorher keine Figur war. Und dann braucht ihr euer Smartphone und eine Trickfilm-App. Ich habe hier die App Stop Motion, außerdem noch eine Videoschnitt-App, das ist hier iMovie in dem Fall. Damit könnt ihr nachher den Trickfilm machen. Ich erkläre noch genau, wie das geht. Außerdem könnt ihr dann euer Smartphone entweder irgendwo drauflegen, wo es runterschauen kann, damit man eben runterfilmen kann, oder irgendwo einklemmen. Ich habe hier zum Beispiel zwei Taschenlampen, die recht schwer sind. Da kann man es dazwischen einklemmen. Oder man hat tatsächlich so ein Handy-Stativ wie das hier, um eben von vorne in die Box rein zu filmen. Ja, ich sag schon in die Box rein. Ich habe hier eine Trickfilmbox gebastelt. Das müsst ihr nicht unbedingt so machen. Das ist wie gesagt nur eine Möglichkeit. Ich habe das gemacht, weil ich es sehr praktisch finde. Ich habe hier oben ein Loch reingeschnitten. Das kann man einfach mit einem Küchenmesser machen. Lasst euch da am besten von den Eltern oder anderen Erwachsenen helfen. Und dann habe ich hier so ein Gummi draufgelegt. Das ist eigentlich von einem Teppich. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Wenn ihr zu Hause einen Teppich habt, der so auf dem Boden rutschen kann, dann legt man das oft darunter, damit er nicht verrutscht. Also in jedem Teppichladen gibt es das eigentlich zu kaufen. Sehr günstig. Und diese Box ist einfach nur eine durchsichtige Box. So, da lege ich jetzt mein Smartphone also drauf, um nachher zu filmen. Was ich außerdem noch brauche, ist eine Lampe. Ich habe hier jetzt so ein LED-Panel, weil ich das sowieso hier im Studio habe, aber ihr könnt auch einfach eine Schreibtischlampe benutzen oder auch zwei und die so von oben drauf leuchten lassen, damit ihr ein schönes, einheitliches Licht habt. Auf keinen Fall solltet ihr eure Box direkt vor ein Fenster stellen, denn wenn ihr das macht, dann habt ihr mal Sonne, mal Wolken und euer Film flackert am Ende ganz schön. Um das zu vermeiden, wie gesagt, gute Lampen aufstellen. Wenn ihr euch entschieden habt, was für Materialien ihr benutzt, ob ihr einen Lege- oder Schiebetrickfilm macht, bei dem ihr die Kamera von oben nach unten schauen lasst, oder ob ihr einen Figurentrickfilm macht, wo die Kamera von vorne auf das Geschehene drauf schaut, dann könnt ihr eigentlich auch schon loslegen. Was euch nur noch fehlt, ist eine Geschichte. Okay, legen wir los. Ich habe hier zwei Sachen vorbereitet. Zum einen die App. Ich öffne die mal. Das ist Stop Motion Studio. Klicke ich auf dieses Plus, um einen neuen Film zu machen. Und ihr seht hier schon, ich habe hier zwei Figuren. Zum einen unseren Schwamm, zum anderen diese Brotdose. Die beiden werden sich gleich näher kommen. Und damit die das auch tun, müssen wir hier ein paar Fotos machen. Ich gehe also auf dieses Fotosymbol. Mit dem roten Knopf kann ich gleich neue Fotos hinzufügen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Ich mache mal ein Bild. Jetzt kann ich, als nächstes möchte ich jetzt gleich kleine Bewegungen machen. Zum Beispiel könnte jetzt diese Dose ein Stück darüber gehen und dieser Schwamm auch, damit ich sehe, wie groß die Veränderung ist, die ich mache. Weil ich möchte ja nur ganz kleine Veränderungen haben, damit ich wirklich ganz viele Sekunden zusammenkriege. Ich sehe schon, der Schwamm ist ein bisschen zu nah dran. Hier sehe ich jetzt also diese kleine Veränderung, indem ich diesen Regler hier bediene. Dann sehe ich das Bild, was ich zuerst gemacht habe und das, was als nächstes kommen würde. Ich mache wieder ein Bild und jetzt kann ich das immer so weitermachen. Kleine Bewegungen machen und das immer näher ranrücken. Und wenn ich nicht jedes Mal diesen Knopf drücken möchte, sondern weiß, ich brauche nur zum Beispiel 5 Sekunden, um das einzustellen oder 3 Sekunden, dann gehe ich hier auf diesen kleinen Knopf und kann das hier auch entsprechend einstellen, dass er einfach alle paar Sekunden ein Bild macht.
Wenn ihr zwischendurch euer Zwischenergebnis anschauen wollt, könnt ihr hier auf den kleinen Button klicken, um euren Film anzuschauen. Wichtig ist, dass dabei dieser Balken, der Knopf auf diesem Balken nach ganz unten geschoben ist, damit ihr auch seht, was ihr gemacht habt und nicht immer gleichzeitig das Bild, was hier unten zu sehen ist, auch zu sehen ist. Also hier runterschieben und dann eben euren kleinen Film anschauen. Wenn ihr jetzt verschiedene Dinge einstellen wollt, geht ihr am besten nochmal zurück. Hier seht ihr jetzt auch nochmal in der Zeitleiste alle Bilder, die ihr gemacht habt. Könntet auch sagen, da ist mir ein Bild irgendwie misslungen, das möchte ich nochmal wegmachen. Dann klickt ihr das einmal an, habt alle möglichen Einstellungen, könntet das zum Beispiel löschen oder auch kopieren und mehrfach einfügen, damit ihr länger diese Stelle eben stehen lassen könnt. Und dann könnt ihr eben auch zum Beispiel, eine wichtige Sache möchte ich noch zeigen hier, in den Einstellungen die Geschwindigkeit ändern. Bei mir ist es jetzt so, ich finde, es sieht relativ langsam aus. Wir können mal gucken, es ist auf 5 eingestellt. Wir könnten mal 7 Bilder pro Sekunde machen. Gucken wir mal, wie das aussieht. Ah, ihr seht schon, ich habe da Fehler gemacht. Das sehen wir jetzt alles auf jeden Fall in der Aufnahme. Oder wir probieren mal aus, wenn das Ganze vielleicht sogar 9 Bilder pro Sekunde nimmt. Dann bewegen die sich schon relativ schnell zueinander und das Herz taucht sehr schnell auf. Die App Stop Motion Studio ist eigentlich kostenlos. Für ein paar Zusatzfunktionen, wie zum Beispiel Geräusche, Musik, Dialoge eurer Figuren hinzufügen, müsst ihr dann doch bezahlen. Und das könnt ihr umgehen, da habe ich einen kleinen Trick für euch. Dazu speichert ihr zuerst mal euren Film ab. Dazu geht ihr hier oben auf diesen Pfeil. Dann seht ihr alle Filme, die ihr bisher gemacht habt oder auch hier dieses Beispielvideo. Dann geht ihr auf euren Film lange drauf und könnt ihn hier oben mit diesem Kasten und dem Pfeil, der nach oben zeigt, abspeichern. Auf eurem Smartphone gesichert, könnt ihr den auch in einer anderen App, zum Beispiel eben dieser Filmschnitt-App, wieder öffnen und da dann eure Geräusche hinzufügen und habt euren fertigen Trickfilm. Viel Spaß! Unten in der Videobeschreibung habe ich euch auch noch einen Artikel mit weiteren Tipps und Tricks zum Thema Trickfilm verlinkt. Und jetzt macht euch mal nicht rar und lasst ein Abo da!